Meine Damen und Herren, eine Gemeinde, die Bürger kauften gemeinsam eine Wasserleitung, ja, und bauten sie ein Brunnen sogar. Jeder freut sich ja wieder über die Sache, wie es war. Auf einmal kam ein Bürgermeister, ja. Und was macht der Bürgermeister, ja? Und die Leute in der Gemeinde, ja. Ja, der Gemeinderat, ja, der Gemeinderat ist da, ja, ja. Und der Bürgermeister, ja, verkauft in diese Quelle, ja. Und sagt dann, och, wie wunderbar, wir haben diese Quelle, ja, verkauft doch, ja. Das ist eine Chance, ja, für uns auch wieder, wirklich, ja. Da glaubst du eher, wirklich, ja, sie verkauft ja die Quelle, ja. Und jetzt ist es ja wirklich soweit, die Quelle ist verkauft. Und was ist dann da passiert? Die Nüsebank hat es gekauft, ganz billig, ja, so billig, dass sie das übernommen haben, ja. Dann haben sie noch eine Erweiterung, ja, gegraben bis Schierstoff, ja. Und was schaut daraus sogar? Die Bürger in Städteldorf werden abgezockt sogar. Wir in Städteldorf zahlen mehr als die in Schierstoff, ja. Warum kann das ja ergeben? Ja, das Wasser ist in Städteldorf zu Hause, ja. Wird gefördert von einem Brunnen, ja. Wo die ganzen Bürger mitbezahlt haben, ja. Und jetzt haben sie es verkauft, so, ja. Diese Quelle ist doch klar. Der Gemeinderat hat es beschlossen, ja. Und der Bürgermeister hat es genehmigt, ja. Das kann heute sowas sein. Fragt herum, wie kann der Bürgermeister und der Gemeinderat das beschließen? Ja, es hatten ja die Bürger das bezahlt. Die Quelle wurde von den Bürgern bezahlt. Und auf einmal, der Gemeinderat verkaufte es so bald. Und der Bürgermeister, ja, was haben sie verkauft sogar? Normalerweise sage ich ja, wenn ich so eine Quelle habe, ja, verkaufe ich nur die Liter, ja. Da verdiene ich sogar. Aber nein, die verkaufen ja die Quelle, ja, dass nichts verdient dann, ja, sogar. Die Quelle wurde ganz billig verkauft, ja, ja, ja. Der Leberwerk hat sich gefreut, ja, ja, ja. Und der Bürgermeister, ja, ja, ja. Auch der hat sich gefreut sogar. Wie und was und wirklich war, wie es wirklich war vor vielen Jahren.